Nach der Sommerpause hieß es wieder manegefrei für Möhrenkinder-Sensationen. Das erste von zwei Gastspielen für die AOK Niedersachsen führte uns auf den Festplatz in Stade. Das ist super toll hier. Das Wetter stimmt, die Kinder sind gut gelaunt, das ist wirklich ganz, ganz toll. Auch in Stade gab es neben dem Theater noch zahlreiche Mitmachaktionen. Mit Britta und Janet vom Kölner Spielezirkus wurden die kleinen und auch die großen Zuschauer selber zu den Stars in der Manege. Ich finde es prima, den Kindern macht es Spaß, sie haben viel gelernt vorhin beim Theaterstück und sind auch gerade alle, wie man sieht, nicht da. Das ist super, das Wetter spielt mit und für die Kinder ist das ein Highlight. Es macht ihnen richtig Spaß, jedenfalls meiner Klasse. Okay. Sehr schön. Also ich war ein bisschen skeptisch im Vorfeld, weil ich eben nicht wusste, Theaterstück haben wir halt schon viel Erfahrung gemacht als Grundschule, aber man hat gemerkt, dass es Profis sind, die dort auf der Bühne stehen und das Programm war halt auch schön durchdacht und nicht so belehrend mit dem moralischen Zeigefinger, sondern einfach unterhaltsam und trotzdem eben, dass man automatisch das mitkriegt, was man mitkriegen soll. Hat mir gut gefallen. Im AOK-Servicezelt gab es einen Parcours, in dem die Sinne auf die Probe gestellt wurden. Ob fühlen oder riechen, hier konnte man Lebensmittel mal mit anderen Sinnen erleben. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass die ganz zwergigen kleinen Kindergartenkinder mit unseren mittlerweile ja schon Fünftklässlern nicht so ganz gut kooperieren oder dass das nicht so ganz gut hinhaut. Das ist aber unbegründet gewesen, denn das hat tatsächlich gut geklappt. Ich bin da ganz begeistert von. Alle Daumen hoch. Und auch in den anderen Workshop-Zelten sowie auf dem Platz gab es vieles, das ausprobiert werden sollte. Malen und Basteln oder Akrobatik mit Yoshi. Hier war für jeden etwas dabei. Dass Bewegung vielfältig ist und Spaß macht, lernte man hier ganz nebenbei. Das war schön. Schön für die Kinder, viel gemacht. Und es fand ich auch nett, dass wir Brötchen bekommen haben. Und ich war gerade kurz angekommen. Wie finden Sie das Projekt? Ja, toll. Vor allem bei so einem Wetter hier in Stade, ganz prima. Hat mich also total überrascht. Sieht ganz klasse aus, die bunten Zelte hier, das große Zelt, die vielen Kinder, ist eine tolle Sache. Den Büscheltanz haben Sie gerade mitgekriegt? Ja. Ja, natürlich, ein bisschen mitgeklatscht und so, ne? War klasse. Die Kinder machen ja auch alle mit. Also finde ich schon, das kommt gut rüber. Der Funke springt gleich über bei euch. Ja, ganz toll. Ja. Vielen, vielen Dank. Ja.